Hallo ihr Lieben, willkommen bei mir im Atelier. Ich möchte mit euch heute diese Karte basteln. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie ich die gemacht habt, bleibt einfach dran. So, als erstes fange ich mit dem Fotokarton an. Der ist in rosafarben und der hat das Format 9,5 x 14 cm. Jetzt habe ich hier meine Stempel vorbereitet. Einmal die Eier und einmal Frohe Ostern als Text. Dann nehme ich meine Stempelfarbe. Und stempel einmal meine Eier auf. Als nächstes nehme ich meinen Frohe Ostern Text. Das stempel ich hier unten hin. Jetzt nehme ich einen Eckenabrunder und runde einmal die Ecken ab. Als nächstes nehme ich meinen Kreisstanzer und stanze drei Kreise aus. Dafür habe ich wieder Fotokarton in Fuchsia. Jetzt nehme ich meinen Häschenstanzer und stanze meine Häschen aus. Einmal rosa und einmal ein hellbraun. Jetzt nehme ich meinen kleinen Herzstanzer, nehme Glitzerpapier in Silber. Da könnt ihr ruhig so einen Rest nehmen. Jetzt nehme ich meinen Kleberoller, trage ein bisschen von dem Kleber auf. Und gestalte meine Kreise mit den Stanzteilen. So, jetzt nehme ich mein Kärtchen. Und meine Stanzteile und schau einmal, wie ich das aufkleben möchte. Man kann das natürlich in Reihe und Glied machen oder halt wie bei den anderen Karten, die ich schon fertig habe, da habe ich das halt so gemacht, dass ich das abwechselnd geklebt habe. Aber da ich ja jede Karte mal immer ein bisschen anders mache, mache ich bei der Karte das schön ordentlich in einer Reihe. Zum Kleben nehme ich jetzt 3D-Pads. Da könnt ihr 1 oder 2 mm nehmen. Das macht nichts, was ihr gerade da habt. Thank you.
gibt es nämlich als nächstes eine Doppelkarte in Fuchsia oder war jetzt mal ein Fotokarton in A4, den habe ich halbiert auf A5 und dann auf A6 gefaltet. Dann nehme ich wieder meinen Eckenabrunder. Und ecke einmal und runde einmal meine Ecken ab. So schaut das dann aus. Jetzt nehme ich mein Kärtchen, nehme meinen doppelseitigen Klebebandroller. Jetzt nehme ich meinen Gelstift und koloriere ein bisschen mein Ei bzw. meine beiden Eier. Wie ihr seht, ich male das nur so ein bisschen locker flocker aus, nicht ganz exakt bis zum Rand. Ich lasse noch ein bisschen stehen, damit das auch ein bisschen lockerer aussieht. Das gleiche mache ich hierbei. Auch hier lasse ich natürlich ein bisschen von dem Rosa stehen. So, jetzt bekommen meine Häschen noch jeder ein Öcklein. Und schon habe ich mein Gärtchen fertig. Wie ihr seht, ist das eine einfache Variation für eine schnelle Osterkarte. Hier habt ihr nochmal alle meine Karten im Vergleich. Seht ihr, man kann es also gerade machen oder auch so. Bei der Karte habe ich das Herz hier oben hingemacht. Das geht natürlich auch. Ja, so habe ich drei Karten fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und natürlich hoffe ich auch, dass die Videoqualität einigermaßen okay ist. Ich bin halt noch, wie ihr wisst, noch am Experimentieren und am Üben, weil ich noch nicht so richtig mit den Einstellungen dieser Kamera zurechtkomme. Ja. Das war's für heute. Ich sag bis zum nächsten Mal, eure Tanja.